Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that. A savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit. Again. But head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state. Any of them. Seriously. And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash. And when there's cash, there's money that can be washed. Anyway, think about it. For the love of all that is fine in this world. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von GDA Online. Max, du musst mitmachen, was soll das? Also Entschuldigung, ich bin hier gerade voll konzentriert am Fahren. Hey Leute, was geht ab? Mit nicht Sergeant Max, sondern mit Max Fresh und meiner Wenigkeit Sergeant Landeplatz. Einfach nur Max, Leute, einfach nur Max. Mein Name ist Fab. Max. Und eigentlich hätte ich gern noch Zero dabei und Bergie, und kein Schwein hat Zeit im Moment, weil sie alle irgendwo im Urlaub rumhängen oder vor der Glotze. Sergeant ist ja Vergangenheit und Fresh war einfach nur der Name, weil Fritsch nicht verfügbar war. Und da Fritsch aber so klingt wie Frisch und Frisch auf Englisch heißt Fresh, Max Fresh. Aber eigentlich heiße ich nur Max. Dementsprechend, damit man mit diesem Irrtum hier aufgeräumt wird. Eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr. Ich brauche nur dich, Max. Das ist ja, das reicht eigentlich total. Warum wir uns heute getroffen haben, also Max streamt nebenbei so ein bisschen und ich nehme die ganze Scheiße für mich aus. Ich nehme das alles aus. Nee, und wir wollen die After-Hours zocken. Die sind gerade neu raus seit gestern. Gestern haben wir es schon nicht gepackt irgendwie, weil keiner am Start ist. Heute ist auch niemand am Start, aber Max ist am Start und das freut mich. Das ist so ein bisschen wie alte Zeiten, ne? Alter, wieso kann man mit dem Scheißding nicht richtig fliegen hier? Was ist das denn? Ja, der ist ein bisschen schwierig. Ich guck dir nebenbei ein bisschen zu. Ich guck Max so ein bisschen nebenbei über die Schulter. Und was wir machen müssen, ist tatsächlich einmal das Internet öffnen auf dem Handy. Und wir müssen mal hier reinschauen. Mazebank Foreclosures. Irgendwie ist das soundtechnisch weird. Seite betreten, Gedöns. Melli, schreib einfach rein, was ich machen soll und ich mach. Genau, Melli. Sag ihm mal, wie das geht mit dem Fliegen. Die Kiste ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Max, erinnerst du dich noch an den Dodo? Ja, die erinnert mich auch mega daran. Ja, so ähnlich ist das. Und der Dodo, der konnte ja nur so ein paar Meter weit fliegen. Sei froh, dass du mit dem Ding, was du jetzt hast, überhaupt fliegen kannst. Vor allem hier die ganze Zeit so ein blödes Event, der mir sagt, ich soll tief fliegen. Das nervt halt auch mega. Ja, mach das doch einfach. Ist doch nice. Und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, welchen Club kaufe ich? Es geht natürlich um Nachtclubs, also so ein bisschen Dizze. So Max und ich, wir sind richtig vom Nachtfieber, vom Nightfieber gepackt. Und die Frage ist, kann man oben? Nö. Also so im Norden der Insel geht gar nichts mit Nachtclubs, ist alles mehr so Innenstadt. Und ich will am liebsten den in der Nähe vom Strand haben, weil ich finde die Idee ganz geil. Man geht nachts auf Party und morgens latscht man einfach zu Fuß an den Strand und macht da so ein bisschen Chillout. Das finde ich irgendwie, das klingt nice, oder Max? Das klingt auf jeden Fall, da würde ich glaube ich hingehen. Allerdings kostet der Club auch ein bisschen was. Der kostet 1.320.000. Ich habe knapp 2 Millionen, nicht ganz 2 Millionen. Ich habe gestern noch ein bisschen gezockt, habe noch ein bisschen Geld gemacht. Der andere wäre teurer. Also ich nehme den für 1.320.000. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie ich hinkomme mit der Ausstattung. Weil das Ding kann man, wie alle anderen Sachen auch, ausstatten. 1.320.000 ist echt happig. Wahrscheinlich komme ich auf irgendwo knapp 2 Millionen. Jetzt muss ich mal gucken. Nachtclub-Stil ist die Frage, ob ich mir das leisten will. Ich gehe mal stark davon aus, später kann man das immer alles nochmal ändern. Deswegen lasse ich den Stil erstmal günstig. Die Beleuchtung, da will ich jetzt allerdings schon fett rangehen, weil das habe ich gestern schon gesehen, es gibt so Laser-Disco-Gedöns. Alter, mich so heiß. Das ist wahrscheinlich das teuerste, ja. Also die Laserlichtanlage ist das teuerste, die will ich aber auch haben. Dann kann ich mir Nachtclub-Namen aussuchen. Die Laserlichtanlage. Kann man. Ja, so Laser. Ja, ja. Lasertech. Klingt aber geil. Lasertech ist eine Laserlichtanlage. Laserlichtanlage. So, und ich nehme den Namen Galaxy. Den finde ich irgendwie am geilsten. Der kostet mich allein der Nachtclub-Name kostet mich 33.500. Das sind wahrscheinlich die Gebühren an den Grafikdesigner, der es dann zusammenschrubben muss. Man könnte das Ganze auch Studio Los Santos nennen, dann kostet es genauso viel. Ich finde aber Galaxy ganz nice, oder? Was hast du? Oder Paradise? Oder Gefängnis? Paradise, Gefängnis wäre auch noch zur Auswahl. Nee, das finde ich nicht so geil. Also Paradise finde ich eigentlich ganz nett. Paradise? Ja, aber Paradise...
ich finde den Galaxy-Schriftzug geiler und ich bin so ein Galaxy-Typ. Wobei ich will. Dann frag mich doch nicht. Soll ich Paradise nehmen? Nein, mach was du willst, Mann. Nee, ich nehme Galaxy. Eigentlich. Nimm Galaxy. Eigentlich hätte ich. Oder Technologie, aber warum haben sie es nicht. Na egal. Ich weiß auch gar nicht, was du da machst, ehrlich gesagt gerade. Ja, ich suche mir hier die Scheiße aus. Also es ist genauso, wie wenn du andere Sachen kaufst. Ich suche mir die Scheiße aus, Alter. So Lagerraum. Ich habe mir die Scheiße hier nicht ausgesucht, ey. Genau, ich habe die. Fügen Sie Ihrer Garage bis zur 3 zusätzliche Etage mit jeweils Platz für bis das, zu das 10 Fahrzeugen hinzu. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das nervt bei GTA immer so, dass man sich ständig ein neues Gebäude kaufen muss für irgendwas. Weißt du, wo man immer wieder Geld horten muss. Das ist echt schlimm. Ja, ich habe ja das große Glück. Also warum, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum hat Fabian 2 Millionen? Habe ich tatsächlich nicht in Real Money ausgegeben? Sondern ich habe ganz viel Geld mit meinen anderen Geschäften, die man so in GTA machen kann, gemacht, weil ich mir ein bestimmtes Flugzeug kaufen wollte, was ich mir jetzt nicht kaufe, weil dieses Update rausgekommen ist und stattdessen kaufe ich mir einen Club und das mit dem Flugzeug mal irgendwann später. Lagerraum reicht mir jetzt erstmal eine Geschichte, glaube ich. Mal gucken, wie wir das. Oh, Lagerraum ist schweineteuer. Alter, wieso haben die mein Auto da unten hingebaut? Das kenne ich schon wieder nicht. Ich bin jetzt schon bei 1.600.000. Oh, jetzt hat Toni gerade angerufen, jetzt habe ich ihn weggedrückt. Scheiße. Ja, das ist egal, das macht nichts. Du kannst trotzdem auf Maze Bank Foreclosures gehen. Aber ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Cash, ey. Ich muss erstmal irgendwas machen. So, und Tänzer sind natürlich ganz wichtig. Die braucht man. Ohne ja, Tänzer gibt es keinen Nachtclub. Die müssen die Leute animieren. Und da gibt es 3 Stile. Das habe ich mir gestern schon angeguckt. Stil 1 ist tatsächlich so ein bisschen 80s. Stil 2 ist Lack und Leder. Und Stil 3 ist mehr so dekadenter Stissel mit irgendwelchen Masken. Auch geil. So einen schönen Bonzenclub. Ich will aber 80s haben. Ich will 80s haben. Nee, 80s finde ich auch am besten. So, das günstigste ist zwei. Warum sind zwei Frauen günstiger als zwei Männer? Naja, wenn du sie im Doppelpack kaufst, weißt du, wie das ist. Die kosten genauso viel, sehe ich gerade. Warte mal. Nur Mann und Frau als Tänzer ist das teuerste. Aber das will ich auch haben. Also, weil wenn dann hier beides, ne? Also, ein bisschen was, um die Herren zu animieren. Ich würde schon reinkommen und sagen, ich hätte gerne Olga. Um alle zu animieren irgendwie. Trockeneis ist auch nicht schlecht. Gucken, was das kostet. Oh, da komme ich aber über. Trockeneis kann ich mir nicht leisten. Da komme ich über 2 Millionen. So, dann kann ich. Muss unbedingt irgendwie an Geld kommen, ey. Dann kann ich natürlich jetzt doch nochmal am Nachtclub-Stil ein bisschen rum. Wie teuer war der günstigste Club? Weißt du das? Musst du mal auf. Kannst du auf der Karte gucken? Guck auf der Karte. Ja, mach ich gleich. Ich bin erstmal zu meinem Auto hier. Nee, ich muss erstmal zu meinem Auto jetzt hier. Also, Stil muss ich beibehalten, weil sobald ich was anderes nehme, wird es zu teuer. Bin ich auch schon wieder über 2 Millionen. Das kann man später sicherlich noch ändern. Das geht alles. Nee, das ist alles einmalig. Und für immer. Nachtclubname haben wir. Vielleicht beim Lager noch was ändern? Kannst du dem Laden einen eigenen Namen geben? Nee, einen eigenen irgendwie scheinbar nicht. Oder vielleicht kommt das noch. Also Galaxy war dieses zur Auswahl. Okay, weil eigentlich ist es ja sonst aber so gewesen, dass man so einen Namen vergeben konnte und dann stand das vorne dran, so wie bei diesem Finance in Felony. Ja, scheint Shit, aber ne? Diesmal nicht der Fall zu sein. Also diesmal haben sie es ein bisschen anders gemacht. Ich finde das so geil, dass das man bei GTA sogar Abblendlicht einschalten kann, ey. Und ich bin jetzt bei 1.882.000. Auf dem Konto habe ich 1.997.000, also passt das. Ich hab das, ganz kurz, ja? Ich bin jetzt auf dem Dingsgelände hier. Kannst du mich irgendwie reinlassen, bevor die mich alle umbringen? Wie bist du denn drauf? Ja, bei Fort San Culo, ne? Ja, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich gerade hier im Menü drin bin. Ach, ich muss erstmal kaufen. Okay, dann fahre ich jetzt hier die ganze Zeit rum und hoffe, dass sie mich nicht töten. Kaufen, Kauf ausstellen. Glückwunsch zum Kauf ihres neuen Nachtclubs. Wegpunkt setzen, das können wir schon mal machen. Neuer Kontakt ist Toni. Der Wegpunkt für ihr Nachtclub wurde an ihr GPS gesendet. Zurück zur Karte. Boah, Alter. Ich besitze jetzt einen Nachtclub. Max, ich habe einen eigenen Nachtclub. Wie geil ist das? War schon seit meiner Kindheit, Alter, war das mein Traum. Heutzutage gehst du einfach online, kaufst dir so einen Nachtclub. Mit 5 Jahren habe ich schon gesagt, Mama, Papa, wenn ich mal später groß bin, will ich einen Nachtclub. Hey, Bios, Alter. Ich hol noch kurz was zu trinken, ich bin sofort wieder da. Ja, hol dir mal was zu trinken. Hauptsache, du kommst irgendwann mal an den Start hier auf der Map. Ah, okay, ich habe auch einen Waypoint auf Karte. Geil, und es ist tatsächlich im Game hier auch schon mal Nacht auf der Map. Das ist auch sehr, sehr nice. Fliegen wir hier so eine kleine Kurve. Und dann lasse ich mir von meinem Mechaniker gleich meine dekadente Karre an den Strand bringen. Oder ich lande bei meiner kleinen Hütte. Das könnte ich auch machen, weil die Karre müsste theoretisch da drin geparkt sein. Das mache ich eher. Dann landen wir nicht am Strand. Hoffentlich kann ich hier irgendwo landen. Ja, hier vorne ist so ein Parkplatz. Da versuche ich mal runter zu knallen. Hier so. Nice. Ich brauche noch ein anderes Outfit, weil so geht's nicht. Setz
That's the thing I want. Sieht aus wie so ein bisschen Ferrari Testarossa und den nehmen wir dafür. Den habe ich mir vor einiger Zeit schon mal gegönnt. Da war ich so ein bisschen im Miami Vice Fieber. Und dazu brauchen wir noch... Deiner Map. Nice. Ich hol mal eben eine passende Karre, Max. Mach mal. Und zieh mich mal eben kurz um hier. White Cow, das brauchen wir. So, schön Sonny Crockett Style. Ja. Bist du jetzt an derselben Stelle gespawnt wie gerade eben, oder was? Scheiße, hast du irgendwas in der Nähe, um möglichst schnell wieder nach Vespucci zu kommen? Bist du wieder abgehauen? Naja, ich bin zum Club geflogen. Also in Richtung. Ohne mich abzuholen, ey. Du bist echt ein Schwein. Ja, in weißt dem Flieger hätte ich niemanden mitnehmen können, aber ich kann nicht. Hätte einen nehmen können. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nicht mit der Karre abholen. Ich kann nicht mit dem Auto abholen. Ich fahre jetzt. Tschüss. Ich habe hier so einen Ferrari Testarossa, der ist. Wo soll ich denn hin, genau? Ach, da, ich sehe schon. Ja, da, wo ich bin ungefähr. Ja. Wo ist mein Club? Also tatsächlich kann man dann später den Club wohl auch auf der Karte sehen, wenn man selber nicht der Besitzer ist. Also von den anderen Mitspielern irgendwie. Wollt ihr mal Kampagne machen bei den anderen Clubs? Ich hoffe mal, weil also gestern war Öli online, der meinte schon zu mir, hier und so, das ist richtig geil. Also Öli hat schon gesagt gestern, der Hammer. Öli ist der Master, ohne Scheiße. Öli ist der Master, der testet immer gleich alles aus. Was ist das denn hier? Hier kann man Tortillas. Hat der neu aufgemacht, dieser Taco Libre in Vespucci? Keine Ahnung. Warst du da schon mal essen? Müssen wir mal hingehen zusammen. Auf jeden Fall, ey, riecht Bock drauf. Und mein Club ist direkt um die Ecke. Das hier ist auch neu. Ich bin ziemlich flott unterwegs, das wollte ich noch mal kurz anmerken. Smokers Supplies. Okay, dafür sind wir noch zu jung. Pep, ganz kurz, wie ist denn deine Tür eigentlich? Wie meine Tür ist? Ja, Türpolitik. Ja, 80-Style, ne? Und also, aber Mokassins sind okay, oder? Mokassins sind völlig okay, wenn du betrunken bist, dann... Ja, ja. Also eigentlich kommt bei mir alles bekifft, rein. Alter, das geht auf jeden betrunken Fall klar. Betrunken und bekifft ist nicht... Ich bin auch weibliche Begleitung. Und wer aggressiv das heißt, das ist. Geht gar nicht klar. Ich bin doch nicht aggressiv, Alter. Wenn mich einer anschaut, hau ich mal rein, ey. Kennst mich doch. So, jetzt die Frage, ob es Sinn macht, wenn ich meinen Motorradclub anschmeiße und dich einlade. Ich glaube nicht. Einfach mal. Das hat, glaube ich, mit dem Motorradclub nichts am Hut. Ich will ja, dass du mit dabei bist. Ich will ja jetzt nicht alleine da reinlatschen. Ich komme erstmal zu dir. Warte, ich komme doch gleich zu dir. Relax. Ohne Einladung, warte mal eben. Hier hinten müssen wir mal. Verrissen. Ach, hier, mein Club hat auch eine Garage, sehe ich gerade. Das ist für eine scheiß Location hier, Alter. Ja, das muss so. Das ist alles. Das gehört alles zum Plan. Ich habe mich schon mal dementsprechend angezogen, ne? Ich parke hier einmal total beschissen. Ich will keinen Stadtplatten haben, deswegen parke ich mal. Ich kenne keinen Stadtplatten. Stadtplatten. Crazy. Haben wir auch Stadtplatten? Hey Jack, Digga, what up, mate? Digga. 50 Grad, ja, das Ding 50 Grad, ey. Ist ein bisschen heavy, ey. Jetzt sind wir auf 65. Wie gesagt, die CPU macht, was sie will. Das ist eine ziemlich. Das ist wie so eine kleine Diva, Alter. Die CPU macht, was sie will, ey. Ist echt richtig krank. Sie macht, was sie will. Ja, wie kann ich jetzt hier rein du bei dir, weiß ich noch nicht. Deswegen sagte ich ja Motorradclub oder irgendwas, aber wolltest du das nicht. Das hat damit ja auch nichts zu tun. Nee, hat es nicht, aber... Oh, jetzt gibt's erstmal bei mir eine Cutscene. Ja, du musst wahrscheinlich erstmal den Anfang da machen. Während du das machst, verticke ich ein bisschen Drogen hier vor der Tür. Nice. Um die Leute schon mal anzulocken. So. mach mal ein bisschen Werbung für meinen Club. Sag denen mal, dass hier demnächst die fetteste 80s-Location... Leute, der beste Gay-Club im Town. Oh, da schreien sie, da laufen sie schreiend weg, Alter. Die feiern es. That was insane, sagt er. Auf jeden Fall, Mann. Das war mega, Alter. Das Schöne ist, dass ich später im Schnitt das Gelaber von Max einfach wegschneiden kann. Haha. Tony, your friend's here. Alright, thank God. Brilliant, that's a wrap. Oh, Tony ist am Start, nice. This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. Finde die Fracht im Parkhaus. Okay, was kriege ich dafür? Ich mach das. Tony, please, nothing. We have a new landlord. Oh, das ist gar nicht so weit weg. I need my car. Right fucking now. Encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crisis. Du willst doch nur deinen eigenen Nachtclub, damit du hier dann Konkurrenz machen kannst hier in der Stadt, ne? Ja, Konkurrenz belebt den Wettbewerb. Nur so kann man sich beweisen. Hauptsache, du verliebst dich nicht. Verliebe mich nicht. Verliebe mich in meinen eigenen Club. Young people, midlife crisis divorcees, whoever's gonna bring the party. And we need them wasted, and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits.
I ran the fucking 1980s. Toni macht hier gerade richtig die Ansage. Gay Toni, Alter. The Ballad of Gay Toni, Alter. Wer das nicht gespielt hat, hat echt was verpasst im Leben, ey. Jetzt ist es weg. Verdammt. Also um das nochmal zu erklären, in GTA 4 gab es ein richtig geiles Add-on und das war The Ballad of Gay Toni, das was Mark gerade meinte. Und das war der Hammer. Das war richtig fett, Alter. The Ballad of fucking Gay Toni, Alter. Und Gay Toni ist back in the town und erklärt uns jetzt, wie das Club-Life funktioniert. Wie das Club-Life hier abzugehen hat. Wie funktioniert denn das Club-Life? Müsst ihr aufbringen und dann tanzen? Muss ich jetzt tanzen oder was? What is das denn hier für eine Karre, Alter? I really do like that, Alter. Can we hug? Toni hat ihn inspired jetzt, aber so richtig. Das gefällt mir. Das ist ganz nice. Das ist ein komisches, weirdes Auto, ey. Ferb, ich mach hier die krassesten Deals nebenbei, ne? Nice. Ich guck, Alter, was ist das für eine Karre? Ich hab keine Ahnung, ey. Digga. Aber das ist 8 Kilometer weit weg, Alter. Ciao. Ja, aber das kriegst du hin. Auf jeden Fall, aber es ist halt super lame, ne? Hast du keinen Boost mit der Kiste oder sowas? Irgendwie einen Spezialknopf? Ich hab einen nice Hub, Alter. Problem ist, ich bin jetzt bestimmt für alle anderen auf der Karte sichtbar. Ja, und die werden versuchen, dich vielleicht, oder sie können. Deswegen werde ich mal kurz Lester anrufen und mich von der Karte fegen lassen. Hab ich nämlich keinen Bock drauf. Fahr mit dem mal rückwärts, Max. Warum? Okay, mach ich. Boah, ist das ein mörderlanges Intro hier, also dieses Video. Ich muss ja rückwärts fahren. Okay. Okay. Galaxy. Ach, jetzt weiß ich, okay, jetzt weiß ich, warum man den Namen nicht selber festlegen kann, Max, weil es im Video dann nochmal vorkommt. Ach so. Was sagt er dann im Galaxy, oder was? Er sagt im Galaxy. Nee, wurde gefixt. Schade. Wieso war man mega schnell mit, oder was? Ich will jetzt endlich recht nehmen, Alter. Nein, ich kann es sehen, Alter. Never better, old son, never better. One love. Nice, Mac. Oh, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Ich hab grad einen britischen DJ kennengelernt, der hat mir erstmal eine Nase angeboten. Ja, ey, ganz ehrlich, ist doch normal in der Szene, oder? Ja, aber echt. Kann man sich ruhig mal gönnen. Club Life. Don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. What up, mate? Hey, tree. You know, music. Alles relax. Ich bin ein bisschen GDA. Ich wollte eigentlich hier fett mit Fab. Ich wollte eigentlich fett mit Fab das Club Life ein bisschen erkunden. Ich habe nur leider kein Geld dafür. Ich bin ein armer Schlucker. Ich habe nur eine Million. Das reicht leider nicht, um mitzumischen im Game. Eine Million reicht halt heutzutage nicht mehr für einen Club. Es ist so. Es reicht einfach nicht mehr, um mitzumischen im Game. Du musst mindestens 1,1 Millionen haben, sonst geht da nichts, ey. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich hier ein bisschen Cash für krieg gleich. Wenn man bedenkt, dass ich gerade fast 2 Millionen aus dem Fenster geworfen habe für so einen Club. Aber das war's mir jetzt auch wert. Oh, hier geht Action ab. Was soll das denn? Dafür, dass ich so einen britischen DJ beim Rumhampeln zu. Diese Hosen sind so unfassbar schlecht. Also vom DJ ich stehe auf diesen britischen Akzent gar nicht, Alter. The UK English, finde ich ganz furchtbar. Wie hieß es in. Die Ritter der Kokosnuss, verpisst euch, ihr schwulen Engländer. Der Film ist einfach mega, Alter. mit diesen Kühen, die sie dann werfen. Ja, über ja. Die. Geil ist, wo sie da fighten. Wo mit dem schwarzen Ritter greife fightet. Auf dem Computer oben in deinem Büro zu, um deinen Nachtclub einzurichten. Melde dich an und wähle die eine Vorbereitungsoption. Ich wähle mal die eine Vorbereitungsoption. Toni hat schon angefangen, diesen Bereich zu renovieren und teilt sich den Platz mit dir. Ist aber nett von ihm, ey. Ja gut, das ist ja auch, also der wird dann wahrscheinlich mein Clubmanager oder keine Ahnung. Der soll ja mich raushalten aus dem Game, Alter. Ja, aber er hat ja die Ahnung, Mann. Das ist Gay Toni, Alter. Der wusste schon in New York. Nee, wie heißt es dort? Wie heißt es in GTA 4? Liberty City. In Liberty City wusste er ja schon, was Phase ist. Episodes from Liberty City hieß damals das DLC Addon, wo Lost and Damned und The Ballad of Gay Toni dabei waren. So, registriere dich als VIP-CEO oder MC-Präsident. Tatsächlich muss man. Also, Motorradclub war schon gar nicht mal so falsch, Max. Tatsächlich. Ja, musst du dich doch registrieren, ja, oder? Ich muss mich registrieren, das mache ich jetzt mal eben. Aber als was denn? Als Motorradclub? Als MC-Präsident. Und dafür muss der Motorradclub an sein. Ich habe aber keinen Motorradclub.
Nee, du hast aber was anderes, mit dem das geht. Du, ich habe halt dieses CEO, Finance and Felony, ja, okay. Genau, also man kann entweder als VIP, ich weiß nicht mehr, okay, was das ist, CEO ist das, was du hast, oder ja, als MC President. Verstehe. Und das mach ich jetzt, also Moderate Club gründen. Echt jetzt? Mach die scheiß Tür auf. So, und jetzt sind die, jetzt reiten die Rebel Cowboys wieder. Die Rebel Cowboys reiten wieder, ey. Sie mega reiten wieder. Guck mal so, Alter, da kommt ja die Bräune richtig durch, ey. Was ist denn da los? Max, ey, guck mal nach, du müsstest eine Einladung bekommen haben. Ja, hab ich. Da bist du ja. Digga, mit Zay unterwegs. Ja, hier kommt die VIP-Loge. Oh, 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 oh. Ja, ja, da kracht sie. Guck mal, da fährt der Bus da vor deiner Tür, Alter. Ja, ja, das meinte ich auch gerade. So, mega kann, nice, ey, siehst du den Eingang hier? Ja, er zeigt mir das jetzt gerade auch an, ja. Weil dann lass mal hier rein gleich. Bin drin, Alter. Nachtclub betreten. Und ich war noch nicht im Untergeschoss, da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber... Ich bin gerade im Untergeschoss, jetzt sind wir beide, ne? Ja, ja, also es geht halt noch tiefer. Hier an der Seite ist so ein Fahrstuhl, so, aber den nehme ich jetzt nicht. Ich will erstmal den Club sehen, Zeig mal, ja, das hier ist ja noch nicht der Club, das ist erstmal ja, nur deswegen, die Garage. Zeig mal den Club. Komm, muss ich hier hochgehen oder was? Nee, hier lang. Hier... So. Ja, Moment, Alter. Komm doch mit. Das ist nicht so ungeduldig. Einfach mal Papa folgen. Ja, aber nicht die Tür zu der, von der Nase zu knallen, ey. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da oder... Nee, das ist WC, das sind die Klos. Exit? Wieso Exit? Ah, guck mal hier, ja, hier nochmal. Wieso steht da Alter, Exit? Alter, weißt du, was mir richtig gefällt? Also dieser Charme mit diesen Baustrahlern hier. Das hat so richtig, richtig 80s Charme. Ja, hier ist noch nichts gemacht. Toni ist noch ja, nicht fertig mit dem ganzen Stissel hier. Was ist denn hier hinten? Guck mal. Guck mal, wie emotionslos dieser Typ hier steht. Dieser Hulk Hogan-Verschnitt hier vom Bauarbeiter, ey. Ey, du, komm mal her. Ja, psst, ja, ich komm schon. Komm mal her. Ich liebe das, im Nachtclub rumzujoggen, Alter. Das ist mein Ding. Digga, du bist loco, Alter. Willst du ein E kaufen? Ich würde gerne meinen Finger an deine Nase stecken. Das ist mein Ding. Da ist ein bisschen Koks dran. Komm mal her. So, komm mal mit. Wir gehen mal in mein... Ja, ja, genau. Wir gehen mal in mein Office. Hier oben ist eine geile Bar. Toni, chillt. Ja, alles cool. Toni, Digga, nice, dich wiederzusehen, Digga. Du bist echt der Loco-Boy, Alter. Ist so. Nice, dude. Peace. Müssen mal weiter. Ja. Er ist auch so ein wichtig Tour, den ich eingestellt habe. Der kennt irgendwie ein paar DJs. Kannst du mal sagen, dass er seinen scheiß Schuh von deiner Wand nehmen soll? Guck mal, oder? Hier oben haben wir schon mal ein VIP-Schild angebracht. Oder gehen wir jetzt mal einfach rein, weil das ist schon. Mega, das ist aber nice. Das ist schon eingerichtet. Hier kann man so ein bisschen chillen im Vorraum und. Ich finde das hier ganz geil eigentlich. Nice Office. Galaxy, und wenn du mal groß bist und ordentlich gearbeitet hast, dann kannst du ja auch sowas leisten. Habe ich hier eigentlich auch eine Möglichkeit zum Pennen? Das nicht, aber umziehen könnte ich mich. Ja gut, das ist natürlich. Couch hier. Das ist natürlich ganz cool, wenn man. Genau, das ist eine Couch. Hey, Bar, kann ich mir was nehmen? Bedien dich. Wir sind hier in einem Club, wir sind hier nicht. Beobachtest du denn mal die Leute, von denen sie dancen, Alter? Ja? Kannst du den auch aufmachen, dass hier gedanced wird? Ja, es kommt ja alles. Ich muss ja den ganzen Schlüssel jetzt mal vorbereiten hier. Dafür ja, brauche ich deine Hilfe. Ey. Moin, King, das Alter. Das ist der falsche Rechner und... Träger. Geht das mal hier? Hinsetzen. Geil, Fab. Ich setze mich hinter dir. Einfach nur, weil es geht. Weil es geht. Ja, oder? Nee, geht nicht. Alter. Ich gehöre nicht zu deiner... Okay, also Vorbereitung wäre einmal Personal und dann Vorbereitung Anlage. Die zwei Sachen haben wir zur Auswahl. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Personal an. Ja, finde ich super. Weil, ne, das ist die Seele und... Wenn man hier von der Seite drauf guckt, steht da gerade, dass du Total Earnings von 5.318.008 Cent verdienst mit dem Club. Oh, okay. Ich glaube, du verheimlichst mir doch was, von wegen, du hast kein also Geld du und so. Nee, also du siehst, ich sehe das gerade, ich guck gerade eben bei dir ins Stream rein und du siehst was ganz anderes als ich auf meinem Bildschirm. Das ist mega geil, von dem, wie verkrampft du da hockst, Alter. So kriegst Rückenprobleme, ey, das sag ich dir. Ja, hab ich schon. Holleker, mein Rücken ist schon völlig im Arsch. Also sieht Pony, man auch. An. Jetzt passiert irgendwas. Hol unser Personal, du kannst die Belegereihenfolge abholen. Hole das Personal ab. Wollen wir uns trennen? Ja, das glaube ich am besten, oder? You can pick them up in any order. You're collecting our head bartender, the head of security and front of house. And so musst du die Karre nehmen? Ja, du musst die Karre nehmen. Ich muss auch mit dir einsteigen, sonst geht das nicht. Ja, Toni hat gerade angerufen, der labert mich gerade voll. Dann fahre ich jetzt mal. Digga, was ist das? Ich muss mitfahren, ich muss mitfahren. Ja, steig ein. Es geht nicht. Warum nicht? Er hat hier die Karre schon eingesackt, der Zay. Hauptsache, ich fahre hier überall gegen. Ja, Digga, mach doch einfach Platz, dann kann ich auch längs fahren. So, wo fahre ich zuerst? Ich fahre mal zuerst am Strand. Ach, guck mal, nee, er sagt gerade, das ist sein eigenes Auto. Ah, okay.
Say ja, sorry, Alter, dann haben wir das, hab ich das missverstanden. Tut mir leid, Mann. Ich verstehe nicht, wieso du bei mir nicht mit einsteigen konntest. Ich weiß nicht, es ging einfach nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich versuche jetzt mal jemand anders abzuholen. Mal gucken, ob es geht. Hupe, danke sehr trotzdem, Alter, dass du so weed bist. Ich glaube, das ist eine Barfrau, die ich hier gerade am Strand abhole. Die schillt mit ihren Freunden. Dann komme ich hier wieder weg, ey. Am Strand. Hey, wie geht's, Sally? Steig ein. Hey, this is great. I'm so pumped to be working your bar for you. Hey, ich bin richtig gut. Das ist die Barfrau. Ja, hat er auch gesagt. Die Barmanagerin hat er doch gesagt. Sag mal, ist das schlimm, wenn ich mich nicht an die Verkehrsregeln halte? Ist okay, oder? Dann musst du deine Barmiete fragen, ob sie damit einverstanden ist. Ja, ich bin ja jetzt Clubbesitzer, also da kann ich mir ja einiges rausnehmen, oder? Also man ist ja automatisch ein besserer Mensch auch dadurch. Definitiv, ey. Wer kennt's nicht? Man ist viel wichtiger so, von eins Ding her. Ja. Wie das im echten Leben halt auch so ist, ne? Ja, wie das im echten Leben so ist, ne? Und natürlich immer gratis Koks. Also das ist ja das Mindeste, ne? So, jetzt erstmal hier rein. Alter, ich box sie alle um. Guck mal, wie sie immer eine neue Kippe rausholt sofort. So, jetzt hupe ich nochmal. Toll, du bist es. Der chillt hier mit seinen Dudes, mit seinen Motorrad-Dudes. Der ist AIDS. Bam. Thanks, yeah, it's good to be a part of the team. Die raucht einfach weiter, Alter. Aber ich weiß gar nicht, wofür der Typ da ist, den ich jetzt abgeholt habe. Ich fahr mal zurück. Tony ruft an. Jetzt bricht sie zusammen gleich. Ah, er ist Techniker. Halt den Mund, Alter. Was ist hier los? Wilde Schlägerei oder was? Ja. Hey, Denso, Digga, was ist los, Alter? Ach, das wird ein Türsteher sein, den ich jetzt abhole. Ich kann hier nicht mal eine reinhauen, das geht gar nicht. So, der Türsteher muss jetzt... Der Obertürsteher. Der Obermufti. Der Obertürsteher. Guck mal, ich kann nicht einsteigen bei dir, warte. Nee, du bist ja auch dann voll, macht Sinn, ja, ne? Ja, jetzt macht's auch Sinn. Aber dass es dann nicht eine zweite Karre gibt automatisch, also jetzt ruft Tony schon wieder an. He'll handle all security and the whole front of house setup. Das mega. Ist doch echt. Danke, hier. Ich steig aus. Personal. Bestanden. Ich habe auch bestanden. Geil. Alles cool, denn so, alles cool. So, was ich jetzt hab 4000 kassiert, ey. Bist du auch im Club? Ja. Ich versuch mal noch Locky einzuladen. Welcher da mir? Ja, nee, nicht dir, natürlich nicht dir. Wehe. Oh, guck mal. Nur der Besitzer hat Zugang zum Barbereich. Ich darf da nicht reingehen. Wenn ich reingehe, werde ich so automatisch, gehe ich da wieder raus. Hör mal, Tony ruft an. Ich hau hier eine rein. Geht nicht, ich muss sofort wieder raus da. Guck mal, du kannst da rein, sobald ich zu dir will, so mit dir sprechen will, auf, ey, Chef, oder geht nicht, sorry, ciao. Ich bin ja auch der Boss. Du darfst nicht hinter die Bar, Alter. Ich will aber. Verpiss dich mal. Ich will aber. Kommst nicht hinter die Bar. Doch, jetzt bin ich festgebackt hinter der Kiste. Muss ein bisschen aufpassen wegen Schwund und so, ne, bevor du mir deine Kasse greifst. Jetzt. Sag mal, wer hat hier eigentlich... Komm mal zu mir, was ist das? Ich hänge gerade fest, warte, ich hab grad ein Problem. So, jetzt. Guck dir mal den Fußboden an. Was ist denn hier passiert? Naja, das ist halt von der letzten Party, ne? Von der Stampfparty hier. Aber richtig die Stampfparty, Alter. Ich meine, die Dosen, die sehen ja schon aus wie aufgemalt. Weißt du, was ich glaube? Na? Ich glaube, die sind aufgemalt. Ey, weißt du, was ich glaube, Fab? Dass der komische Matrix, Max. Dass der komische Bauer, der hier die ganze Zeit so tut, als würde er irgendwas machen, einfach nur hier steht mit seinem Klemmbrett. Da steht noch nicht mal was drauf. Das ist echt so ein bisschen Matrix-mäßig. Der hat noch nicht mal ein Papier in der Hand. Was ist das für ein Scheiß? Der Typ, der verarscht dich, Mann. Ohne Scheiß, die nehmen mich aus. Die nehmen mich aus, genau. Wo ist Toni? Toni ist weg. Der arbeitet gar nicht. Ich muss mal eben in den VIP-Bereich, weil wir müssen uns noch um die Soundanlage kümmern. Ja, Toni hat gerade angerufen und hat gesagt, jetzt spackt hier das... Sorry, Leute, also das ist nicht gewollt hier. Ich muss die Grafikkarte mal anders einstellen, weil das Lightning... Du, der alte Lightning. Ja, das bei mir flimmern einige Teile vom Licht so. So, Vorbereitung, Anlage. Das machen wir mal. Anlage. Ich, schwarzen Bildschirm habe ich. So, jetzt hole die Anlage ab. Mach ich. Jetzt habe ich keine Karre oder was? Nee. So, Tony erzählt mir jetzt noch eine Geschichte. Du kannst gleich bei mir im Testarossa mit einsteigen. Das ist super lieb, aber ich flieg. Ah, doch hier, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Da kann man hoch. Ist ja geil. Das gibt's manchmal. Ist da eine Tür oder was? Digga, jetzt hat's kurz bei mir geleckt. Nee, du kannst hinten einfach da die Treppe hochgehen. Dass du immer die Piloten erstmal abmoxen musst. Ja, muss man, das geht ja nicht anders. Ja, aber entschuldige mal, der hat dir nichts getan, ne? Der wollte dich nur abholen, ja? Ja, das reicht ja schon. Das reicht schon. Das ist ein Argument. Ich bin ein empfindlicher Typ. Begib dich zum Festival. Hä, wir sollen die Anlage vielleicht sogar klauen, ja, oder sicher, was sagst du denn, ey? Max, hast ein. Ich weiß. Max, Digga, du musst ein bisschen höher fliegen.
Warum? Ja, weil, also wir sind fast gerade fast in eine Palme reingerauscht. Aber ich stell mal die berechtigte Frage, sind wir reingeflogen? Nee, sind wir nicht, aber na fast. Also, ich hab alles voll im Griff hier. Du bist mir schon wieder viel zu fly. Du musst mal deinem Personal ein bisschen mehr vertrauen, ey. Aber es ist ganz nice, wie du deinen Knüppel in der Hand hältst. Ja, da kenn ich mich aus mit, ey. Oh, Alter, Max, das sieht aus meiner Pest. Ich bin in der Innenansicht, deswegen... Ja, du hast die Palme gestreift, ja, gestriffen ist okay. Wir fliegen jetzt richtig Max, nice. Max, ich möchte auch irgendwann nochmal ankommen, ne? Ja, alle, wir sind auf dem besten Weg dahin. Vor allem der schnellste Weg. Toni hat gesagt, wir müssen die Anlage abholen. Ja, also ohne Anlage wird das nichts mit unserem Club. Ja, zieh dir mal die beste View hier kurz rein. Vinewood. Digga. Wir werden so den fettesten 80s-Club machen, Max. Was sagst du? Das wird der Hammer. Das wird so abgehen, Alter. Das wird so abgehen. So, wir sind da. So, da vorne, siehst du schon die Party da vorne? Ach, auf dem hier beim Parkplatz hier. Ich pack mal hier oben, ne? Ist vielleicht ein bisschen besser. Aber müssen wir jetzt wirklich... Ja, erstmal heißt es bei mir, begib dich zum Festival. Wir gehen da erstmal jetzt ganz chillig hin. Wir tun uns, als wenn wir zur Party gehören würden. Ja, genau. Wir sind halt so ein paar Party-Dudes. Gehen da erstmal hin und... Loki ist auch am Start. Müssen wir den Bus klauen oder was? Ich glaube, wir müssen den Bus klauen. Das kannst du haben, echt, ja. Vor allem, guck dir das mal an. Warte, bis Fab die Musikanlage eingesammelt hat. Alles klar, Mann. Da warte ich jetzt drauf. Das ist mein Ding, Alter. Nicht die Leute hier ärgern. Die wollen noch friedlich Party machen. Digga, wir wollen ich ja nur den Bus klauen. Kennst du nicht hier, wie nennen sie das? Pogen, Alter? Das ist mein Ding. Die Musikanlage zum Klo. Die rasten jetzt aus. Max, steig schnell ein. Ja, so, ja, ja. Okay, los, gib Gummi. Komm. Say, was machst du? Ja, die geht oben rauf, alles gut. Oder auch nicht. Ja, ich mach ihn. Oh, du hast mich halt überfahren, ey. Wie geil auch dieser Totenkopf da drauf ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ja mal kurz anmerken. Wie geil. Weil wieder so seitlich wie irgendwie geil. Da. Das ist richtig geil. Das ist richtig nice, Alter. Richtig nice. Irgendwie richtig das nice. Das Licht, Alter. Ich bin immer noch in der Innenansicht. Ja, der Kopf ist abgefallen, Fab. Ernsthaft? Der ist da oben gegengefahren, der ist abgefallen. Das habe ich nicht mitbekommen. Egal, den brauchen wir nicht. Doch, den brauchen wir, Fab. Der ist super wichtig, Mann. Den bauen wir der nachher wieder auf. Der ist super wichtig, Fab. Ohne Scheiß. Ja, aber wie soll... Ja, du kannst zurückfahren. Wo soll ich denn langfahren? Wo wollen wir den transportieren? Da muss ich ja ganz komische Straßen nehmen. Ich würde mega gerne jetzt, während du fährst, den DJ machen, Alter. Hätte ich nicht Bock drauf. Bist du auch der DJ, oder nicht? Fab hätte es abbiegen müssen. Nee, ich nehme die nächste. Ja. Ich bin mal gespannt, wie du jetzt hier die Kurve kriegst. Also das habe ich da jetzt tatsächlich mit Absicht so gemacht. Ja, eben nicht so. Weil hier brauche ich jetzt nicht mehr abfliegen, ja, aber sondern guck mal, kann durchfahren, hättest du das Problem nicht gehabt, die Assis weil dein Navi Platz nämlich den würden. Verkehrsfluss beachtet. Hättest das Problem nicht gehabt, hast du gehört, wie sie mir hergeschrieben so, hat? Sie das muss eine Anlage aushalten, Asshole. Bevor ich sie in einen Club einbaue. Jede Anlage muss das einmal mitmachen. So, wir dürfen niemandem erzählen, dass du die Anlage, die in deinem gekauften Club, der 1 Million irgendwas gekostet hat, dass du sie geklaut hast. Ja, aber ging nicht anders. Der Rest der Kohle hat nicht mehr gereicht. Ja, genau. So geht's schon mal los. Dass man da überhaupt draufhauen muss, anstatt dass das nicht reicht, ey. Die bauen das doch eh auseinander. Ja, ich hab nochmal das Licht angemacht, das Disco-Licht, damit die auch wissen, dass wir da sind. Ja, auf jeden Fall. Ich talk drauf, mach mega Fun, alles klar. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ich hab auch die Cutscene jetzt, ganz geil. Alright, lift it up, a little bit, yeah, perfect. Der Typ, Alter. Come here, look at this, I love it. Galaxy, what do you think? Wer ist er denn, Alter? 100! Oh, what the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I am the opening DJ, get the crowd bumping, get the millennials voice. Wo zur Hölle hast du den Typen her, ey? Der ist irgendwie mit Toni dabei gewesen. Ich weiß nicht, wo Toni den aufgegriffen hat. Irgendwo unter der Brücke hat er gepennt. Bei Glowstick. Das ist immer so geil bei Ballad of Gay Tony, wo man diese Champagne-Flasche so geschüttelt hat und so durchgedreht ist. Nor want to know what's going on down there. I will plead absolute stupidity. But if you need my help, anytime, count them. Now, this place is fully operational, huh? I don't do the tax returns, and I don't deal with whatever goes on down here. Now, I'm just a club manager, but if you happen to, say, fill it with some, various products we release at businesses, I could probably help you sell them. Alright, now, everything else on the computer over there, and in the office. Shall we head upstairs? Here's our private office. The computer where you'll run things? My desk is warum steht das liegt das Plakat da unten so komisch? Ja.
Good. All right. Let's go get a quick drinky at the bar. Brave. Wer zuhört ist der Typ, Alter? Ja, das ist dieser britische DJ. Der ist so auf dem Namaste-Trip. Das ist amazing, Alter. Vielleicht ist es ein Goa-DJ oder so. Sniff, Alter. Bock auf den Sniff. Schön Sniff, Alter. The big European is on the wing. Private, of course. Spared no expense, as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? And when you get back, whatever. We shall have ourselves a little party. Yeah. Here's to Galaxy. Yeah. Lunk. Party. See you shortly. You're right, lads? A little fucked up. Hey, was müssen wir machen jetzt? Hol Solomon am Flughafen ab. Keine Ahnung. Nee, wir müssen Solomon am Flughafen abholen, steht da. Aber wir sollen eine bestimmte Karre dafür nehmen. Oh ja, tatsächlich. Die steht aber da vorne irgendwo. Ja, da fahr ich kurz hin. Ich der Name sagt ein, ne? Mir irgendwas. Kann das sein, dass der schon mal aufgetaucht ist? Sagt mir auch irgendwas. Hey, Trepax, was geht ab, Mann? Pep, get in the car, Alter. Ja, willst du fahren? Nee, kann ich nicht. Ich sitze hinten. Achso, dann muss ich wieder. Dann gehe ich mal in die Innenansicht. So Leute, wir bringen jetzt noch den DJ zurück. Gucken, was passiert. Und dann bin ich auch noch Order, weil DJ ich noch mein Thumbnail machen muss, wie ich das eigentlich heute noch machen wollte. Floor. Weil ich kenne mich, sonst mache ich das nie. Und wir sind nächste Woche in Dänemark. Dementsprechend muss das was schon sein. Was hier? Was? Irgendwas hat gepiept. Ja, ich hab hier auch gehört, ich weiß nicht. Ach, das war sein scheiß Handy. Guck mal, da oben, sein Flugzeug fliegt da gerade. Alles klar. Wieder voll mit Drogen, die ganzen DJs. Der fliegt jetzt voll dagegen, Alter, oder was? Nee. Jesus, Dave, there's so many buttons. Der sieht ein bisschen aus wie Nico Bellic, Alter. Aber ich glaube, wir sind im Moment nicht synchron. Du bist ein paar Sekunden vor mir unterwegs, Max. Okay. Ist der tot, der Pilot, oder was? Ich glaube, der ist passed out, Alter. Wahrscheinlich, oder hat einen Herzinfarkt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Leute, schreibt es uns in die Kommentare. Nee, ich glaube, da war gar nichts. Folge Solomons Flugzeug. Okay, nice. Ach, das ist ein Privatjet. Ja, ja, das ist ja seiner. Noch heftiger. Wo will er denn landen, Alter? Kannst du mal eine Markierung setzen? Der bringt nichts, weil der fliegt ja immer. Ja, aber grob in die Richtung, ja, damit ich weiß. Kann ich nicht, das geht immer wieder weg, die Markierung, jetzt. Ja, ich check das hier gerade auf der Karte. Thermoüberdosis-Output mitbekommen. Ja, ja, mit den Abhandrücken. Ich dachte, das wäre der DJ, der das genommen hat. Ja, scheinbar der Pilot. Immer diese drogensüchtigen Piloten, ja? Echt so, ey. Ich dachte, die sauften sonst nur irgendwo ja, an einer billigen so ein Flughafenbar. Irgendwie ist Nebel aufgetaucht. Jetzt der ist gerade, er ist schon am Landen gerade. Landen, Tower. We need Landeerlaubnis. Sorry, we need a Landeerlaubnis right over here. Er ist gelandet. Wir haben die Landung verpasst, Fab. Echt traurig, ey. Geil, jetzt dürfen wir 8 Kilometer zurückfahren mit der Karre und ihm. Mega. Freu mich. Okay, alles rausschneiden. Oh. Cutscene. My Fly. Der fertige Typ. Der Pilot im Hintergrund. Also, wo bin ich? Was mach ich? Hat er ihm gerade einen Stinkefinger gezeigt? Ich bin auch aus Hamburg. Ey, Grüße aus Hamburg nach Hamburg. Du bist ein nicer Boy. Vielen Dank für das Paut. Ja, Fab, jetzt schön 8 Kilometer zurückfahren. Boah, was ist das für ein Viech hier? Weiß Modde, das ist Leben. Modde. Tut dir nix. Yeah. Yeah, yeah. Boah, es ist in der Innenansicht. Was ist los? Say, geh doch mal aus dem Weg. Geh die Hände hoch, Alter. Sag, yo, bin schon weg, bin schon weg. Hierhin. Hallo, Locky. Locky, danke für deine Unterstützung. Mega. Bei mir fehlt die Tür immer noch. Sehr geil. Locky ist plötzlich weg. Und wir haben vernünftig eingeparkt. Wie geil, wie wir in so eine Reihe reingehen. Wie die Beatles hier über den Zebrastreifen laufen, ey. Ja, aber echt. Fab stinkt, steht bei mir immer noch im Chat. Alright, follow me. Right this way. Okay, make way for talent. Celebrity a walking. Scheiße, ey.
Hau rein, Treppax. Bleib cool, Mann. Vielen Dank. Du auch. Guck mal, dafür, dass da nichts los ist, sind wahnsinnig viele Leute bei dir. Das sind schon die ersten Gäste oder wahrscheinlich irgendwie gehören die zur Family. Ja. Und sind so irgendwie die. Der typische Anhang, den man so im Club halt hat. Die sind dann wahrscheinlich mit den Barleuten befreundet und mit den Leuten, die da arbeiten. Und das gehört, wie Achtung gesagt hat. Auf Deutsch. Achtung! Achtung! Schön erstmal ein Puffen hier. Achso, ich dachte, er drückt dem Joint in die Hand und dabei war es ein USB-Stick. Das war ein USB-Stick. I'm not desperate. I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Alles klar, Mann. Ist richtig. So habe ich das auch gemacht, als ich Burgi kennengelernt habe. Ja, genau. Excuse me. Have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational. Whatever you want. Tony. Hey, baby. That's nice dress. The timeless class of latex. Let's go. Aber die Laseranlage kann sich sehen lassen, oder? Auf jeden Fall. Guck mal, wie abgeht. Geil, die Tänzer, mit Alter. Mit seinen LED-Schuhen, oh, Alter. Oh, die Schuhe, Alter. Das kommt wahrscheinlich vom Schwarzlicht. Nee, der hat so LED-Schuhe an. Echt? Ja, ja. Krasse Scheiße. Tonight, at the opening of Galaxy! Yeah, Los Santos has finally figured out how to party again. Danke, you're gonna join me. DJ Laszlo in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. Genau, Ibiza liegt in den Niederlanden. Ist es bei dir auch komplett ohne Musik? Ja, weil wir doch die Mucke ausgeschaltet haben bei uns. Meinst du, liegt daran? Okay. Ja, ich werde, also nicht wundern, Leute, bei mir werdet ihr Musik hören, weil ich sie entsprechend reinschneide. Laut nix, sie wurde nicht angezeigt, weil ich mein UBS gestern, nee, wann war das vorgestern, erst das letzte Mal wieder eingerichtet habe und seitdem noch nicht dran verändert habe. Deswegen habe ich das gerade nochmal gesagt. I'm gonna be down here with the chicks fucking grinding, bro. Molly, bro. Molly! So, wer ist Molly? Molly? Keine Ahnung, er hat gerade. Digga, jetzt sind wir richtig im Game. Kann ich auch rumballern in einem Digga. Club? Kann ich in einem Club so rumballern? Das ist ja auch ganz nice eigentlich. Ey, guck mal, wie man mitwippt so im Beat. Wie geil ist das denn? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hier hingehen muss, Alter. Diese fette. Müssen wir irgendwas machen? Drücke, um zu tanzen. Alles, Digga. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, Moment, ich bin ganz vorne gewesen. Warte. Guck mal, hier hat. Wer hat denn der Typ mit diesem Anzug da? Was ist das denn? Er hat so ein Pferd. Pepp, Alter, zieh das mal rein, jetzt bin ich dance. Guck mal hier, Alter. Wo bist du? Ich sehe die Leute. Loki ist auch am Start. Wo bist du? Da! Guck mal hinter dir, das Pferd. Ja, stimmt, guck mal, wie er mich damit anschaut, Alter. Ist das geil. Tanzsteuerung. Ich muss aber die ganze Zeit hier das machen, was da steht. Tanzschritte? Ja, guck mal rechts, mit der Maus muss ich die ganze Zeit im Takt dingsen, aber ich höre die Musik halt nicht, deswegen ist es ein bisschen blöd. Ja, ich auch. Egal, ich mach einfach mit. Guck mal, wie ich abgehe, guck mal, wie ich abgehe. Pep, Alter, ich hab richtig drauf, ey. Digga, richtig fette Moves, Alter. Richtig am Abgehen gerade hier. Richtig am Stylen, ey. Mega. Intensität erhöhen. Wie soll ich das denn gleichzeitig machen? So, jetzt lassen wir mal kurz aus dem Takt kommen hier. Mal gucken, was passiert. Intensität erhöhen. Mega. Wie er es dir noch gesagt hat, hab ich gemacht. Kann ich mich drehen? Ja, das war schön, Leute. Das war richtig schön. Wie kann ich jetzt hier wieder aufhören mit der Scheiße? Danke. So, ich hätte das gerne in der Innenansicht. Kann ich die Tanzstil unbeschwert, Steuerungsschema ausblenden, Aktion ändern? Gefällt mir alles hier. Kann man bestimmt geile Sachen mitdrehen. Leute, von meiner Seite aus war es das für heute. Ich werde demnächst oder die Tage nochmal anschmeißen. Wahrscheinlich, zumindest versuche ich das, bevor ich in den Urlaub fahre, ein bisschen Cash zu machen und mit eigenen Club zu kaufen, weil ich muss ja Fab irgendwie Konkurrenz machen, ist ja klar. Und wenn ihr die Folge nochmal schaut, kommt vorbei. Geben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Bleibt relaxed und schwitzt nicht so krass, weil es ist ja unfassbar warm, zumindest hier in Hamburg. Wir hatten heute, ich glaube, Spitze waren 33 Grad, kann das sein? Ja, ne? Oder 34 Grad. Leute, 34 Grad. Also zumindest wurde das digital. Ja, da muss das stimmen. Alles, was digital ist, das stimmt einfach. Leute, bleibt cool, bis dann. Ciao.
Und ich werde mich ebenfalls verabschieden. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht, zumindest nicht so geile, ja. Vor allem mit Max zusammen. Und ja, bleibt uns gewogen. Schreibt was Nettes in die Kommentare, ja. Und aber was richtig Nettes. Was richtig, richtig Nettes. Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Leute.